Hallo und herzlich willkommen, lieber Reisefreund, im Teil 6 unserer Reise in den hohen Norden. Blicken wir mal ins letzte Video zurück. Wir haben uns am Nordkap umgeschaut, dem nördlichsten Zipfel des Kontinents, bevor wir weitergefahren sind nach Hammerfest. Dort hat es uns allerdings nicht ganz so zugesagt. In Alta ging es für uns dann weiter, da waren wir im Rock Art Center und haben die Nordlichtkathedrale besucht. Den nächsten Stopp legten wir in Tromsø ein. In Tromsø besuchten wir die Eismeerkathedrale, bevor wir dann in Richtung Altstadt gingen, wo wir uns auch das Polarmuseum angeschaut haben. Das Polaris-Museum konnten wir allerdings nicht besuchen, denn zum Zeitpunkt, wo wir dort waren, wurde gerade umgebaut. Hallo, guten Morgen. Wir sind mal wieder am Essen. Ja, wir haben Tromsø verlassen, haben uns dort noch was zum Frühstücken gekauft und sind jetzt hier auf dem Weg in Richtung Senja. Wir fahren hoch. Ich muss nachschauen. Wir fahren hoch nach Brensholmen und dort geht die Fähre rüber nach Senja. Aber zuvor, ihr seht es, wir stehen hier bei Hella. Jetzt seht ihr es. Und hier gibt es noch Felsritzungen, die wir uns gerne anschauen wollen. Und das machen wir, sobald unser Frühstück fertig ist. Ihr seht es, diese Ritzungen hier sind in unmittelbarer Nähe zur Straße. Dort haben wir den Fjord. Und wenn ihr ein solches Schild seht, sind Ritzungen. Ja, mehr ist es hier nicht. Wie gesagt, nur ein klein wenig, ein kleiner Abklatsch von Alta. Eine Informationstafel ist hier auch noch. Ja, und wir setzen jetzt gleich unseren Weg fort in Richtung des Fährhafens, wo uns die Fähre nach Senja rüberbringt. So, und weiter geht's. Erwischt, seht ihr die beiden? Direkt an der Straße stehen sie. Und laufen davon. Ja, sie stehen noch da unten und denken sich, Mensch, was macht der? Warum hält der? Gut, aber ich muss weiter, weil wir sind ja hier auf der Verbindungsstraße 862. Nochmal Elche gesehen. Super. Also die norwegischen Seitenstraßen hier, die sind so eine Klasse für sich. Dann lassen wir uns mal überraschen. Dann stellen wir uns mal hier in die Reihe. Du hast das Ziel erreicht. Wir hatten uns zuvor den Fahrplan der Fähre nicht angeschaut und, ja gut, auf diese Art und Weise mussten wir 1,5 Stunden warten.
Die Überfahrt selbst ist problemlos und ja, 35 Minuten und man ist auf Senja. Ich hatte euch eben die Preise der Fähre eingeblendet, bis zu einer Fahrzeuglänge von 8 Meter. Wenn ihr da sparen wollt, schließt zuvor einen Vertrag mit Autopass Ferie ab, dann bekommt ihr 50% Rabatt auf die Fährfahrten. Da das Wetter jetzt nicht ganz so gut war, haben wir beschlossen, uns im Innern für die Überfahrt aufzuhalten. Wie gesagt, nach 35 Minuten hat man hier dann den Boden von Senja erreicht. Wir sind auf Senja. Dem Straßenverlauf von Primär Fülkesweg 862 noch 8 Kilometer folgen. Ja, ihr habt es gehört, unser Übernachtungsplatz ist in einer Marina ca. 8 Kilometer von dem Fähranleger entfernt. Ihr kennt dieses Geräusch, dieses Brasseln auf dem Dach. Ja, wir stehen hier auf Senja in einer kleinen Marina, haben hier einen Platz für die Nacht gefunden und der Regen hat uns eingeholt. Aber wir hoffen mal auf den Wetterbericht und ja, da soll es morgen doch tatsächlich trocken bleiben. Hoffentlich haben die Wetterfrösche recht. Ja, wir gingen an diesem Abend nicht mehr vor die Tür, sondern ließen es gemütlich angehen und machten Pläne für den nächsten Tag. Ich sollte zum Ersfjord Beach gehen und das sind 33 Kilometer. Gehen wir es an. Senja ist ja sehr bekannt für die Wanderungen, die hier machbar sind, zum Beispiel zu den bekannten Bergen wie Sekla oder Hesten. Aber für uns sind diese Ziele nicht wirklich erreichbar und wir folgen da lieber der nationalen Touristenstraße der FV-862, die von Bottenham bis nach Grüllefjord führt. Und für uns das ein oder andere lohnenswerte Ziel bereithält. Als wir am Ersfjord hier auf diesem wunderbaren Parkplatz angekommen sind, haben wir erstmal gefrühstückt. Schaut euch mal die Kulisse an, wo wir hier stehen. Ist das nicht Wahnsinn? Man hat einen super Blick auf die Berge, auf das Tal dahinter und auf der anderen Seite wartet der Strand. Der Ersfjord Beach auf uns. Einfach himmlisch. So, dann testen wir mal die Badetauglichkeit hier. Nee, badetauglich ist anders. Also die Badetauglichkeit kann ich noch nicht bestätigen für das Gewässer. Saukalt. Ja, diese 3-4 Grad Wassertemperatur sind nichts für uns bekennende Warmduscher. Wir haben uns lieber an der schönen Landschaft ergötzt. Seht ihr es noch? Gerade dort ist eben eine Lawine runtergegangen. Wahnsinn. Vorhin hörte ich schon mal einen Donnern, konnte es aber nicht zuordnen. Gut, jetzt weiß ich, wo es herkommt. Ja, die Schneeschmelze ist noch voll in Gange und das ist auch der Grund für die Lawinenabgänge.
Die Wasserfälle waren über die Winterszeit zugefroren und jetzt durch das Schmelzwasser taut der ganze Spaß auf und die Lawinen gehen ab. Das heißt, die Wasserfälle werden so langsam wieder sichtbar. Zu unserem nächsten Besichtigungspunkt brauchen wir gar nicht lange fahren, denn bereits in 3 oder 4 Kilometer Distanz von hier soll er zu finden sein. Wir sind jetzt hier keine 3 Kilometer weitergefahren und stehen schon an dem nächsten Stopp. Ein Steg führt uns hier entlang über die Felsen hinweg. Und zwar ist hier eine tolle Aussicht auf die Zähne des Teufels, so heißt das hier. Und da vor uns, da sind sie, die Zähne des Teufels. Dangerous Waves, gefährliche Wellen. Ich denke, das bezieht sich auf dieses Stück hier, denn wenn hier das Meer wirklich mit Wucht herankommt und hier drüber schießt, haut es einen glatt vom Fels. Aber diese Gefahr ist momentan eher gering. Einst war es ein Gletscher, der hier die Felsen, die heutige Zunge, glattgeschliffen hat vor der pittoresken Ansicht der Zähne des Teufels. Schön hier. Wunderschön. Jetzt kann es feucht werden. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ohne nasse Füße. Die hatten wir ja vorhin schon. An der Spitze der Zunge weist ein kleiner Leuchtturm den Viechern den Weg. Unser Weg führt uns weiter entlang des Fjordes durch so manchen Tunnel zu unserem nächsten Ziel. Ja, so mancher Straßentunnel ist hier echt eng, vor allen Dingen, wenn man mit einem größeren Fahrzeug fährt. Da muss man schon aufpassen, wenn Gegenverkehr kommt, muss man unter Umständen zurücksetzen bis zur nächsten Ausweichbucht.
Ja, durch eine atemberaubende Landschaft fahren wir hier. Hinter jeder Kurve sieht die Landschaft anders aus. Und ich habe es ja schon erwähnt, überall kommt Wasser von den Hängen. Eine wunderbare Fahrt hier auf Senja. Unser nächstes Ziel ist eine ganz bekannte Aussichtsplattform. Man muss keine Umwege fahren, um zu ihr zu gelangen, um die einzigartige Sicht zu genießen. Hoch oben über dem kleinen Ort Bergsbotten liegt sie direkt an der nationalen Touristenstraße der FV-862, der wir ja schon eine geraume Zeit folgen. Die 44 Meter lange Plattform ist quasi ebenerdig mit nur 2-3 Schritten vom kleinen Parkplatz aus erreichbar. Da sie dann etliche Meter hinaus über die Felskante sich erstreckt, hat man eine herrliche Aussicht über den Bergsürth und die umliegenden Berge. Steht man an der Spitze der Plattform, bekommt man das Gefühl, man schwebe quasi oberhalb des Wirtes. Wir fuhren die Touristikroute weiter in Richtung Grüllefjord, denn dort ist ein Stellplatz, den wir gern für die Übernachtung nutzen würden. Als wir dort ankamen allerdings, war eine riesige Baustelle und der Stellplatz schlicht und ergreifend nicht nutzbar. Nun hieß es, einen alternativen Stellplatz suchen, und da fiel uns der wunderbare Parkplatz am Ersfjord ein, den wir zu erreichen versuchten. Was Google uns da allerdings für eine Route zusammengesucht hat, na, schaut selbst. Komm, hört man mal auf Google Maps und schon ist man auf einer solchen Straße unterwegs. Aber wir haben Zeit. Langsam fahren ist ja angebracht. Ja, bei solchen Aufnahmen kann Conny mehr oder weniger gar nicht hinschauen. Sie kriegt immer die Krise. Einhändig bei solchen Straßenfahren ist nicht so ihr Ding. Irgendwann war die Piste zu Ende. Wir fanden den Ersfjord wieder, unseren schönen Parkplatz, und freuten uns schon auf eine ruhige Nacht. Allerdings sollte es nicht dazu kommen. Wir hatten einen heftigen Sturm, wie wir ihn im Wohnmobil noch nicht erlebt haben. Und wir waren froh, als der nächste Morgen angebrochen ist. Ja, unsere regenfreie Zeit auf Senja sollte vorbei sein. Und wir haben gestern, als wir in Grüllefjord waren, haben wir gesehen, die Fähre nach den Westeralen geht noch gar nicht. Die ist noch gar nicht eröffnet, die Strecke. So haben wir beschlossen, noch einen Wasserfall hier auf Senja anzuschauen, um dann die Insel über die FV-86 zu verlassen. Der Wasserfall, den wir besuchten, der Storforsen, liegt direkt an der Straße und von einer Brücke aus kann man hinunter in das tosende Wasser blicken. Gut gefüllt war er, als wir vorbeikamen, vielleicht hat es aber auch etwas mit den erheblichen Regenfällen der Nacht zu tun. Wir hielten uns nicht lange auf und verließen, wie gesagt, die Insel Senja über die FV-86. In der Nähe von Badufoss haben wir uns noch einen Wasserfall angeschaut und haben uns dann einen Schlafplatz mitten im Wald ausgesucht. Am nächsten Tag ging es für uns weiter in Richtung der Westerollen, in Richtung Andøya. Nachdem wir die Brücke verlassen haben, war es jetzt nicht mehr weit bis hinter Risonhamn. Dort haben wir gewechselt von der Hauptstrecke entlang der Landschaftsroute Richtung Norden in Richtung Bleik.
Diese 60 Kilometer lange Route entlang der Küste ist sehr schön zu fahren. Man sieht auf jeden Fall mehr wie auf der eigentlichen Hauptstrecke in Richtung Norden, in Richtung Andesnes. Wenn ihr mal auf Andøya seid, wir können euch die Westküste, die Landschaftsroute hier nur empfehlen. In Bleik angekommen, machten wir einen kleinen Rundgang und ja, haben für morgen dann schon mal vorgesorgt, denn es geht zur Puffin Safari, sprich wir haben unsere Tickets schon mal gelöst. Danach haben wir uns etwas außerhalb von Bleik ein Plätzchen für die Nacht gesucht. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind hier in Bleik, sind wir gestern schon angekommen, laufen jetzt mal ein wenig hier an diesem Strand entlang. Bei strahlendem Sonnenschein. Genau, kennen wir hier fast gar nicht. Ja, und später geht es auf eine Puffin-Safari. Da lassen wir uns mal überraschen, was uns da geboten wird. Schropfen die Felsen vor uns. Bizarre Formen. Bleik selbst, ein kleiner Fischerort hier an der Westküste von Andøya. Ziemlich am obersten Ende. Heute ist der norwegische Nationalfeiertag und fährt man durch die Straßen, sieht man überall die Landesflagge. Das da im Hintergrund, das ist die Vogelinsel. Und dorthin wird unsere Puffin-Safari gehen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das nicht unser Boot sein wird. Hier haben wir aber das richtige Boot, mit dem wir zur Puffin-Safari aufbrechen. Allzu zahlreich scheinen wir heute Morgen nicht zu sein bei der Fahrt. Ja, es ist unglaublich. Der Skipper und der Guide fahren mit uns alleine raus. Wir haben eine Exklusivvorstellung. Schöner kann es wohl nicht sein. And all the fish have the cold coming down from the Barents Sea, January, February, March. Cold storm outside here. Sobald wir abgelegt haben, beginnt uns unser Guide in die nähere Umgebung hier und um die Besonderheiten der Gewässer rundum mal etwas aufzuklären. Natürlich erklärt er uns auch, was für Vögel wir zu sehen bekommen, so hoffen wir jedenfalls, und was es sonst hier noch an Besonderheiten gibt. They are really big, they are up till 2,6 Meter. Solange wir uns im Schutz des Hafenbeckens befanden, war die Fahrt ja sehr ruhig. Aber sobald wir die schützende Mole hier verlassen haben, merkt man doch schon ganz klar, das Schiff schaukelt hin und her, auf und ab. Da lassen wir uns mal überraschen, was das mit den Videoaufnahmen überhaupt gibt. Ich habe zwar den Gimbal dabei, aber das Boot macht doch heftige Bewegungen. Wir nähern uns der Vogelinsel und man sieht, die Wasseroberfläche ist von zahlreichen Vögeln bevölkert. Am Ufer der Insel wartete schon ein Seeadler auf uns. Und es dauert nicht lange, dann werden die von unserer Anwesenheit doch ein wenig beunruhigt und erheben sich in die Lüfte. Wahnsinn, wie viele Seeadler hier doch unterwegs sind. 10, 12 Stück zählen wir gleichzeitig in der Luft. Ein einmaliges Erlebnis. Oh,
Wir umrunden mit dem Schiff die komplette Vogelinsel und unser Guide erklärt uns, wieso wir so viele Puffins auf dem Wasser vorfinden und nicht wie wir an für sich erwartet haben, dass wir solche an Land sehen. Momentan ist es noch nicht so weit, die Jungen sind noch nicht geschlüpft bzw. die Eltern brauchen noch nicht auf entsprechend Futterjagd zu gehen und deswegen sieht man halt auch noch keine an Land an- und abfliegen. Bei diesen Aufnahmen sieht man nicht nur sehr viele Vögel auf dem Wasser, man sieht auch, wie das Boot auf und ab geht und man kann sich da, denke ich, vorstellen, wie schwierig es war, da entsprechend Aufnahmen zu machen. Wir haben natürlich nicht nur Seeadler und Puffins, sprich Papageientaucher hier auf dem Wasser und in der Luft gesehen, sondern auch Trottellummen, dann diverse Möwen, Thordaik, eine Grülltaiste haben wir gesehen, ein offensichtlich hier sehr seltener Vogel, also einiges, was man hier gesehen hat. Auch die bei uns bekannten Kormorane waren natürlich auch anzutreffen. Ja, was sollen wir hier bei diesen Bildern noch sagen? Es war eine einmalige Geschichte, hier die Mutter Natur mit ihrer Vogelwelt betrachten zu können. Uns hat die Puffin-Safari sehr viel Spaß gemacht und der finanzielle Einsatz hat sich mit Sicherheit gut gelohnt. Wenn ihr mal hier in der Nähe seid oder eine ähnliche Möglichkeit vor euch habt, ergreift die Chance, nehmt auch mal daran teil, es lohnt sich. Mit ein paar letzten Bildern hier von der Insel Andøya, von der Puffin Safari auf Bleik, möchten wir uns für dieses Video von euch verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Däumchen nach oben, schreibt uns einen Kommentar. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, ihr könnt uns sehr damit helfen, indem ihr den Abonnieren-Button jetzt drückt. Denkt auch an das Glöckchen, dann bekommt ihr mit, wenn von uns wieder was Neues online geht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf in den hohen Norden.